In Hohenkammer endet heute das größte Sozialexperiment Deutschlands. Beim großen Finale treffen unsere Paare zum ersten Mal aufeinander und haben Gelegenheit, sich kennenzulernen. Das ist ein ganz besonderer Moment, weil alle sitzen im gleichen Boot, haben die gleiche Reise hinter sich und Ähnliches erlebt. So ist natürlich noch mal ein ganz anderer Austausch möglich. 12 Singles heirateten einen völlig fremden Menschen und vertrauten der Wissenschaft. Seitdem ist viel Zeit vergangen. Wo stehen die Paare heute und wie werden sie sich entscheiden? Nach dem klärenden Expertengespräch von Juliane und Robert wurde der Reset-Knopf gedrückt. Wo stehen die beiden heute? Na dann. Wow. Ein schöner als das andere, ne? Ja. Na, selber kann man sich ja immer gar nicht so auf Bildern sehen, ne? Nee, nicht so wirklich, aber ich find's eigentlich schön. Ja. Ja? Ja. Ja, da denkt man noch mal ein bisschen zurück, ne? An der Hochzeit so. Hm. Komm in die nächste. Hallo. 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 Den kenne ich aber. Ja, dich kenne ich auch. Ich. Moin, Robert. Grüß dich, aber dein Name ist David. Hallo. Annika, hi. Also wir haben gerade schon auf 3 glückliche Paare, die in einem Doppelzimmer wohnen, angestoßen. Ich übergehe die Frage, wo kommt ihr her? Danke, danke. Gut, bei Jan und Robert hat man ja von Anfang an gemerkt, dass da die Chemie nicht so gestimmt hat. Ich wollte gerade sagen, ihr habt noch gar nichts. Prost. 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 Auf dem Hochzeitsfoto draußen fand ich, dass sie sehr gut zusammen aussehen. Aber klar hat man da natürlich gesehen, dass da eine Distanz dazwischen ist, ja. Noch vor der Entscheidung blickt jedes Paar zurück auf die vergangenen Wochen. Doch nicht allein, sondern gemeinsam mit den anderen. Beim Zusammentreffen der Paare zeigen wir ihnen Ausschnitte aus der Experimentzeit. Es sind ihre emotionalsten Momente. Die Hochzeit, die Hochzeitsreise, die Homestays. Die Filme fassen die emotionalsten Momente der bisherigen gemeinsamen Zeit eines Paares zusammen. Das ist zum einen für das Paar selber super interessant, von außen zu sehen, wie sie sich in bestimmten Situationen verhalten haben. Zum anderen auch für die Gruppe spannend, zu sehen, wie andere Menschen mit bestimmten Situationen umgegangen sind. Viel Spaß euch. Danke, danke. Ja, als es hieß, unser Film geht los, ja, waren gemischte Gefühle in mir. Man wusste ja vorher nicht, okay, was wird jetzt gezeigt? Wird die traumhafte Hochzeit gezeigt oder ja, der Urlaub, der jetzt nicht so positiv war? Mit gemischten Gefühlen geht man jetzt dann das Video an. Naja, man wird, denke ich mir, mal gleich sehen, wie es super begann und immer weiter bergab ging. Und das tut jetzt schon weh, wenn man das eigentlich schon weiß, was kommt. Ja, man hat ja die Distanz schon zu spüren gekriegt beim Aufeinandertreffen. Ja, da hat man sich dann auch Gedanken zu gemacht, was ist denn der Grund dahinter? Ich war da sehr gespannt drauf. Alles hier ist für mich ein Experiment. Ich hoffe echt, dass aus diesem Experiment wirklich Liebe werden kann. Meine Hände, denen geht es tatsächlich noch recht gut. Momentan denke ich einfach nur, wie fühlt er sich? Hallo? Alle sind da? Ich grüße. Ich bin der Robert. Jetzt bin ich aufgeregt. Eins habe ich noch nicht gefragt. Wer ist denn jetzt hier eigentlich wer? Ich denke mal, die Mama. Was? Nein! Nee, die Mama ist da vorne, Verzeihung. Nein! Also, meinst du, wer ist denn die junge Schatz? Mama? Das ist aber böse. Ja, aber böse, wo? Jetzt habe ich es verkackt. Bei dir habe ich es jetzt verkackt. Wo? Beste Freundin und Trauzeugin, so. Ach, du je. Mir ist tatsächlich noch gar nicht bewusst, dass ich jetzt gleich heiraten werde. Also ja, so ist der Plan. Aber so richtig realisiert habe ich das jetzt noch nicht. Als Juliane
durch die Tür gegangen ist. Dann hat mein ganzer Körper vibriert. Hallo Oma, schön. Ja, hallo. Ich übergebe dir das Liebste. Pass gut auf sie auf. Pass gut auf sie auf. Ich tue alles in meiner Macht Stehende, ein schönes Leben zu ermöglichen. Ja? Ich bin Robert. Hallo. Ich habe mir einen Fels in der Brandung gewünscht und er war wirklich gleich da. Er hat gemerkt, ich zitter so doll und hat meine Hand festgehalten. Ich wollte einfach auch ihr zeigen, hier ist ein Mann, der nimmt dich auf, der fängt dich auf, der will dir auch Stärke zeigen. Ich gebe dir Halt, wenn du es brauchst. Und ja, ich weiß, du mir auch. Ich frage nun Sie, Robert, ist es Ihr freier Wille, mit der hier anwesenden Juliane die Ehe einzugehen? So antworten Sie bitte mit Ja, ich will. Ja, ich will. Ja, ich will. Darf ich dich küssen? Der erste Kuss war schön. War gut gewesen, ja. Ich bin momentan vermutlich der glücklichste Mann auf dieser Welt. Bei Juliane und Roberts Film gab es für mich persönlich so eine kleine Kontroverse. Na, man hat sie jetzt kennengelernt, dass sie sehr distanziert zueinander wirken. Aber bei ihrer Hochzeit war es sehr harmonisch. Beide haben glücklich ausgesehen. Ja, und es hat jetzt nicht wirklich so Hochzeit und Wirklichkeit jetzt momentan da nicht zusammengepasst. Ich wünsche mir, dass man einfach mehr man selbst ist, dass man den anderen besser kennenlernt, wie er eigentlich tickt. Ja, genau, das würde ich mir wünschen. Wo ist deine impulsive Seite? Die willst du nicht Hol sie sehen. Raus. Nein, die willst du nicht sehen. Ich glaube, die wird auch nicht kommen. Ja. Ich habe mich sehr auf Segeln gefreut, mal was Neues auszuprobieren. Da hat natürlich so der männliche Ehrgeiz mich gepackt, weil die sucht ja einen Co-Kapitän. Dann will man das ja auch zeigen, dass ich einer bin. So, you turn right, your wheel, left and right. Yes. Zu sehen, dass er nicht so richtig zurechtkommt und ihn das so ein bisschen wurmt. Ich war irgendwie ein bisschen überfordert. Irgendwie hat das Segelboot mich im Griff gehabt. Ich kann es nachvollziehen, dass es für ihn schwierig war als Mann. Er wollte mir einfach zeigen, hey, ich bin dein Co-Captain, wir schaffen das zusammen. Und ja, dann hat die Umsetzung einfach nicht so funktioniert, wie er es sich vorgestellt hat. Das Problem war, dass mein Ego mich innerlich zerfressen hat. Und ich eigentlich komplett das Ziel in diesem Moment aus den Augen verloren habe. Ja, und da habe ich das erste Mal seine impulsive Art kennengelernt. Ja, wie er mit mir geredet hat, das war einfach nicht in Ordnung gewesen. Ja. Ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, wie man da jetzt weiter verfahren kann, wie du das aus deiner Sicht siehst. Ich möchte jeden Weg nutzen, den man noch hier irgendwie nutzen kann, um das zu kippen. Weil du bist mir wichtig. Die Ehe ist mir wichtig. Und das ist nicht nur ein Stück Metall um meinen Finger. Ich wollte es nicht. Ich bin leider mal auch ein Mann mit rauen Worten. Daran kann man aber auch arbeiten, da bin ich auch dran zu arbeiten. Das ist das, was ich dir auf jeden Fall versprechen kann. In der Hoffnung, dass man ja, das nicht alleine bewerkstelligen muss. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass er sich jetzt in der letzten Zeit so gut reflektieren kann. Und dass wir vielleicht eine Ebene finden, um miteinander normal zu kommunizieren, ja. Man heißt es abwarten. Genau. Ja, die Hoffnung stirbt ja mal bekanntlich zuletzt, dass man sich doch mal wieder sieht. Es ist immer noch ein offenes Ende. Ich gebe jetzt hier die Zeit und dann werden wir weitersehen.
Das war erstmal so ein Schockmoment für alle, glaube ich. Ne? Da haben sie das erste Mal erfahren, was vielleicht so ein bisschen so kleinste Details, was eigentlich passiert ist. Ich glaube, man hat gemerkt, dass alle drüber nachgedacht haben. Schöne Hochzeit gewesen, super Stimmung, tolles Pärchen und ja, sich alle, glaube ich, gefragt haben, was ist dort schiefgelaufen. Wollt ihr darüber sprechen, was passiert ist? Willst du? Das ist eine etwas längere Geschichte. Das hat sich ihr müsst nicht, also nur wenn ihr wollt. So ab der Segeltour hat man gemerkt, dass da irgendwas in der Luft liegt. Vor allem für mich persönlich. Das war dann so, ich nenne es immer so mein eigenes Ego. Meine Männlichkeit war da ein bisschen angekratzt. Man wollte auch dann in Ruhe darüber reden. Hab dann leider die falschen Worte gefunden. Und statt einfach was zu klären, habe ich eigentlich eher den Stein in Rollen gebracht, indem ich nehme es ganz offen in den Mund, ich habe eher einen Vorwurf formuliert. Ich denke, das ist ja so und, kleine Sachen, die immer wieder zusammen, also ja, wenn man es abkürzt, es waren sehr viele impulsive Momente, auch sehr laut, wörtlich laut, ist ja nun mal so, das wird ja ist so, glauben, ja. Und Äußerungen, die gemacht wurden, die haben mir sehr wehgetan. Ja, ich habe geweint. Ich hätte mir da jemanden gewünscht, der mich einfach in den Arm nimmt, der auf mich zukommt und der nicht noch eins draufsetzt und noch lauter wird und mir da noch mehr, obwohl ich schon am Weinen bin und fertig bin, hätte ich mir einfach ja, meinen Fels in der Brandung gewünscht. Und das war ja nicht nur eine Situation, das waren mehrere Situationen leider. Aber trotzdem, Respekt. Ja. Ja. War auf jeden Fall ein sehr schönes Gefühl, sage ich, ja, nochmal die Hochzeit zu sehen, weil dafür hat man sich ja auch angemeldet. Also jetzt nicht für die Hochzeit, sondern eine Frau kennenzulernen, eine Person kennenzulernen, die maßgeschneidert zu einem passt, einen ergänzt. Und ich finde, auch in dieser schlimmen Zeit, ich muss es kurz erwähnen, hat sie mich richtig ergänzt. Sie hat mir Dinge beigebracht, die ich sonst nie lernen durfte, oder ich glaube, die hätte ich auch sonst nie kennengelernt, dass man auch einfach mal eine Entschuldigung aussprechen sollte und nicht nur zeigen soll. Ich glaube, Worte sind manchmal mehr wert als alles andere. Ich denke, dass Robert in dem Moment erst so bewusst geworden ist, was passiert ist im Urlaub, und das jetzt erst reflektiert hat und ja, dass wahrscheinlich in seinem Kopf so vorgegangen ist, Mensch, was habe ich da gemacht?